ist der Pferdepodcast. Wir legen gerade letzte Hand an die neue Folge, die an diesem Montag erscheint. Wir sprechen darin mit Lisa Marie Kreuz. Sie hat eine Bewegung gegen sexuelle Belästigung im Reitsport und von Reitsportlerinnen angestoßen. Es war im Prinzip so, dass ich persönlich 3 bis 4 Mal die Woche Nachrichten bekommen habe von irgendwelchen Männern, die mir geschrieben haben, ich solle doch bitte mal auf ihnen reiten oder ich soll ihn doch bitte mal Bilder von meinem Arsch in Reithosen schicken. Lisa Marie erzählt im Pferdepodcast auch, was sie mit ihrer Initiative bislang erreicht hat und welche ihrer Forderungen noch unerfüllt ist. Außerdem beantwortet Futterexpertin Andrea Nachfragen unserer Hörerinnen. Es geht unter anderem um Joy, eine Quarterstute mit Übergewicht. Andrea denkt auch über drastische Maßnahmen nach. Wenn Heunetz nicht möglich sind, wenn anderes Heu nicht möglich ist, mageres zum Beispiel, wenn es nicht möglich ist, das zu portionieren oder im Netz anzubieten statt lose, wenn man nichts an der Bewegung über den gesamten Tag verteilt ändern kann, dann wäre für mich tatsächlich der Stallwechsel eine Option. Und natürlich gibt's auch in dieser Episode den Orientierungsritt mit unserer Europameisterin Nicole Weidner, die sich in einer S-Dressur 3-mal verritten hat. Mann, Mann, Mann. Wenn nichts mehr geht, nimm ein Rentier. När ingenting fungerar. Das kennt den Weg. Det vet vägen. Smörrebröd. Smörrebröd. Röm, pöm, pöm, pöm. Ram, pam, pam, pam. Das war Swedis. Die neue Folge des Pferdepodcasts ab Montag, überall, wo es Podcasts gibt.